Das sagt mir, ich sollte speichern. Ich glaube, das sind die die bestausgerüstetsten Wachen. Okay. Schon wieder so einer. Ja, die schauen böse aus, wa? Arschloch. Ein Alarmknopf? Irgendwo? Ja. So, was haben wir hier? Okay, da habe ich schon mal einen erschossen. Na komm, jetzt mal halt ein Spielchen hier. Stirb endlich in einer schönen... Ach, ist schon tot. Wow, so einen schönen Brunnen haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Bisher. Drück. Was ist denn... Ey. Ah, ich verstehe. Health brauche ich zwar nicht, aber vielleicht ist eine Kiste mal was Brauchbares. Spinnenbomben. Ja, das ist okay. Hihihi, wo bin ich wohl? Überraschung. Oh. Ich hab's mir jetzt dramatischer vorgestellt. Ah, die ist wichtiger. Schützturm? Wow. So. Er ist ein Böse hier. Wow. 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 Ich kann die mal isometrisch so schlecht einschätzen. Ja, der ist ja mal schnell kaputt. Boah, was soll denn das mit diesen ganzen... Wow, ein Fernseher. Ich glaub's ja nicht. Okay. Na, ich würde nicht das kaputt schießen, das Zeug hier, dann geht das gerade schon auch aus. Yep. Wunderbar. Wah! Fresher Kanone. Dislike. Ah, lass mich doch weg. Falsche Richtung. So. Okay. Okay, die kommen anscheinend nicht hoch. Ich hab's glaube ich schon mal gesagt, im zweiten Teil von diesem Spiel schießen die auch auf Spinnenminen. Das ist ziemlich, ziemlich unfair. Weil dann kann man solche feigen Taktiken sich nicht mehr wirklich erlauben. So. Das ist mal Ruhenkarton. Ich kriege wieder Raketenwaffe-Munition. Voll viel. Okay. So. Bringe er mir den Aufzug. Hä? Ich habe eine Idee. Eine ganz blöde Idee. Was ist denn das für ein doofes Rätsel? Ernsthaft. Welcher Mitarbeiter, bitteschön, macht es, um auf Arbeit zu kommen? Ich meine... Oh, Bodenplatten. Erstmal einen Rechner lesen, der nicht dasteht.
Ach so, ich verstehe. Ich kann den Geschützturm wieder mal steuern. Der Alarm auch noch ausgelöst. Unfair. Eigentlich ist es total unintelligent, das so konstruiert zu haben, dass einfach jeder den Alarmschalter drücken kann. Ich meine, muss es nicht von irgendeiner Zentrale aus gemacht werden oder mit Bestätigungscode? Aber was beschwere ich mich über Realismus bei diesem Spiel? Wir gehen, durchlaufen jetzt hier. Boah, den habe ich jetzt mal cool gekillt. Was? Du gibst was? Du gibst dein Leben auf. Okay, hier sind auch wieder Veterans. Keine Angst vor euch. Boah. Wow. Wie viele Healthpacks habe ich denn jetzt verbraucht? Noch 6 Stück. Okay, der Veteran war ein bisschen tricky. Nee. Ich habe Angst, dass ich schon fast wieder am Ziel bin. Ist hier überhaupt ein Alarmschalter? Na, was soll's. Gehen wir halt mal kurz zurück. Denn hier ist ja gleich ein. Es teleportiert sich wahrscheinlich gleich an rein, während ich drauf gehe. Telefrag. Guten alten Quake-Zeiten, wo das noch so schön ging. Ah, Kruzifix, lass mich ans Ende. Oder wäre auch ein Alarmschalter gewesen. Das ist schon das Ende. Was zum Teufel? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier eingesperrt werde. Diese Säulen hier, die schauen so nach Kraftfeld aus. Zielzone? New York. Ziel erfasst. Ziel deaktiviert. Errechne neue Zonenkoordinaten, Zielzone. RMII, was ist denn das? Hihihi, neue Zielkoordinaten. Ach Gottchen. Ja, vor denen habe ich keine Angst. Sie sind verdammt schwer zu finden, Blechi. Die Verzerrung des Signals macht mir ziemlich zu schaffen, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Zum Glück habe ich neue Nebelfilter am Laufen. Die halten mir die Schnüffler lange genug vom Hals, um sie rauszuholen. Ich aktiviere jetzt den Teleporter auf Ebene 3. Startklar. Sie beeilen sich besser. Ich weiß nicht, wie lange ich es halte. Zauberer aus. Jawohl. So, was ist hier? Nüscht. Ja, was will mich eigentlich jetzt noch groß aufhalten, ne? Ja, war's das schon? Jo, Mai. Gar nicht diese Zwischensequenz, dass ich jetzt wieder im Lager bin. So, was waren das für Wachen? Das waren Enforcer, ja. Die höchsten Wachen. Und die Solartrons, die kommen wahrscheinlich dann in den letzten paar Missionen. Sie haben momentan keine Nachrichten. Keine Nachrichten. Kann nur mit dem Trevor reden? Oh, Nachrichten dann noch. Hey, Blechmann. Kennen Sie vielleicht jemanden, der gebrauchte Elektronik kaufen will? Zum Sonderangebot.
Ich habe beschlossen, meine Hackerstellung aufzugeben. Als ich versucht habe, Jojo nach seinem kleinen Diebstahl reinzuholen, sah es schlecht aus. Alle Schnüffler des Konsortiums hatte ich am Hals. Die Verbindungsleitungen waren knallheiß. Ich musste ja alles ausschalten, verstehen Sie? Das ist Sergeant Brooks zu verdanken. Oh, armer Trevor. Die Rebellen richten weiterhin Schaden an. Durch den bisher größten terroristischen Akt des Widerstandes wurde die Riley Militärinformationseinrichtung vollkommen zerstört. Die Behörden nehmen an, dass die Rebellen eine kleine Atombombe gezündet haben. Regierungssprecher haben bestätigt, dass die Radioaktivität in dem betreffenden Gebiet leicht erhöht ist, aber man ist sicher, dass die Gefahr bald vorüber ist. Die Bürger, die in der Nähe der Einrichtung wohnen, wurden aufgefordert, ihre Häuser für eine Woche so wenig wie möglich zu verlassen. Unser Sender wird sie weiterhin informieren. Ja, das war wohl die in ihrer Überwachungsplattform. Keine Atombombe. So, ich glaube, der bietet uns eh schon alle Waffen an, die es gibt. Ja, ich will mir die irgendwie ehrlich gesagt kaufen. Was werfe ich denn dafür weg? Was habe ich denn noch für Waffen? Ich habe Laser, Raketenwaffe. Ich kann die Shotgun wegwerfen, die ist eigentlich auch ziemlich sinnfrei im Moment. Sein. Und dann kaufe ich mir jetzt dieses nette Baby. Solange wir noch die Chance haben, das Ding zu kaufen. Welche Munition hat es eigentlich? Ja. Super. Volle Munition davon. Oh, die muss reinziehen. Minigun. Gut, auch mal wieder leider eine sehr kurze Mission, aber wir sind ja schon bald durch. Und wer das traurig findet, wir haben ja noch einen ganzen zweiten Teil, der noch um Längen krasser ist als dieser hier. Nun gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich schaue mal, dass ich jetzt vielleicht zum Wochenende die nächste Mission liefere. Macht's gut, haut rein. Ade.